Ihr wollt mit dem Prismatic Hunter einfach einen kompletten Raum zerstören, euch keine Sorgen um die Ads machen. Jeder Champion ist einfach keine Herausforderung mehr, weil ihr jeden Schadenstyp habt, um ihn zu stunnen. Und sterben ist eigentlich auch fast unmöglich. Ich zeige euch in diesem Video ein richtig geiles Bild für den Hunter, für Solo, aber auch für AdClear. Und keine Sorge, solltet ihr das Exo-Class-Item noch nicht haben oder zumindest diese Perks darauf nicht haben. Es gibt auch noch ein anderes Exo, was ihr wahrscheinlich habt, was ihr damit auf jeden Fall auch spielen könnt, was super funktioniert. Aber ich werde heute auch noch gucken, dass ich heute live auf Twitch bin, um mit euch die Exo-Mission spielen zu können, damit ihr auch euer Class-Item kriegt und es auch solo farmen könnt, so wie ich es in meinem letzten Video auch schon gezeigt habe. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal jetzt rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, denn wir sind aktuell ziemlich gut auf dem Weg für die 5.000 Abonnenten. Vielen lieben Dank an euch, das ist wirklich absoluter Wahnsinn und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal rein. Fangen wir erstmal an mit dem Exo, was wir spielen. Ich habe mir jetzt das Class-Item gefarmt und habe einen ziemlich geilen Roll bekommen. Und zwar nämlich einmal Geist von Caliban und Seele des Lügners. Das sind einmal halt das Exo Calibans Hand und Handschlag des Lügners. Diese beiden als Kombination ist für einen AdClear und auch allgemein in Konstellation auch mit dem Fokus für Solo-Content wirklich richtig nice. Es macht richtig Spaß. Wir haben nämlich mit Seele des Lügners oder auch allgemein mit dem Exo-Handschlag des Lügners, was ihr auch spielen könnt, wenn ihr das Class-Item mit diesem Roll zum Beispiel nicht habt, einfach den Vorteil, dass wir, wenn wir einen Nahkampf abbekommen oder selber einmal einen Nahkampf draufhauen, einen richtig mächtigen Gegenschlag draufhauen können, der, soweit ich weiß, 200% von dem Standardschaden macht. In Kombination mit Calibans Hand, wenn wir also einen Gegner töten, explodiert dieser Gegner und zwar in einer richtig heftigen Detonation, womit einfach alle anderen Gegner, die schon in der Nähe sind, entweder auch richtig gut Damage bekommen oder einfach auch sterben. Gehen wir jetzt mal rüber zum Fokus, denn hier passiert die ganze Magie. Die Ulti könnt ihr eigentlich spielen, was ihr wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Bogen drin. Ist halt ein netter Support dann für den AdClear, wenn zum Beispiel viele Ads da sind und wir aufräumen wollen. Wenn die dann auch noch mit dem Bogen angeheftet sind, sind die echt kein Problem mehr. Man kann aber auch, wenn man zum Beispiel was für den Damage braucht, die goldene Kanone reinnehmen oder die Stasis-Ulti reinnehmen, um einfach auch besseren Control über die Area zu haben. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch die Strang-Ulti reinnehmen, je nachdem. Unsere Transzendenzfähigkeiten sind ja total klar. Dadurch, dass wir mit Handschlag des Lügners spielen, sind wir nicht gezwungen, einen Arcus-Nahkampf ausgerüstet zu haben. Aber es ist halt optimal, denn wenn wir einen Gegner mit diesem Nahkampf töten, bekommen wir unsere Klassenfähigkeit wieder zurück. Und wir haben die Klassenfähigkeit drin, dass wir unseren Nahkampf zurückbekommen, womit wir auch direkt wieder den Komboschlag haben. Und vor allen Dingen ist das Nette an dem Komboschlag, wenn wir mit dem vollen aufgeladenen Nahkampf einen Gegner treffen, ist dieser Nahkampf nicht weg. Wie zum Beispiel bei den Messern. Der ist erst weg, wenn wirklich der Gegner gestorben ist. Und das ist halt ein Hin und Her. Wir dodgen, schlagen den Gegner, töten den Gegner, bekommen unsere Klassenfähigkeit zurück, wir dodgen, haben wieder Nahkampf und hin und her. Hier kommt auch noch der Aspekt ins Spiel Schleier des Winters, denn wenn wir ausweichen, verlangsamen wir Gegner in der Nähe. Und zum Beispiel, wenn wir zweimal hintereinander, ziemlich oft, dodgen, werden die Gegner nicht noch mehr verlangsamt, sondern direkt eingefroren. Und das ist auf jeden Fall recht nett. Vor allen Dingen haben wir durch den Dodge mit dem Verlangsamen die Möglichkeit, Überladungs-Champions zu stunnen. Und sollten wir zweimal hintereinander dodgen können, haben wir halt auch noch die Möglichkeit, einen Gegner einzufrieren und zum Beispiel dann durch einen weiteren Nahkampf oder einen Waffenschuss auf den eingefrorenen Gegner, wenn es ein Unstoppable Ogre zum Beispiel ist, können wir ihn damit auch direkt weiter stunnen. Als Granate habe ich zum Beispiel jetzt das Hangeln dabei. Das sorgt einfach auch dafür, dass wir erstens nochmal diese zerreißenden Geschosse in der Area selber auch haben, ab und zu ein Gewirr droppen können und dieses auch noch in die Gegner reinschmeißen können, was wir jetzt nicht unbedingt müssen, aber es ist auf jeden Fall auch ein guter Area-Damage, sage ich mal, weil diese Dinge halt durchgehend rumfliegen, solange halt die Gegner noch Schaden bekommen. Man kann aber auch, wenn man nicht direkt reinrennen will, sondern einfach nur einen besseren Control über die Area haben will, zum Beispiel noch die Frühlichtfeldgranate spielen. Hier ist es ja so, wenn wir die Granate schmeißen und ein Gegner ist da drin, wird der erstmal verlangsamt. Wenn wir dann sofort dodgen, ist er auch sofort eingefroren. Und hier ist halt auch nochmal die Möglichkeit, dann in Kombination mit unserem Dodge halt Unstoppable oder halt Überladungs-Champions zu stunnen. Dann der andere Aspekt ist die volle Ausführung. Der ist ja bei Prismatic dieses Mal so, dass wenn wir einen elementaren Debuff auf den Gegner haben und diesen töten, werden wir unsichtbar. Das ist auf jeden Fall richtig nett. Aber vor allen Dingen, wenn wir durch diesen Aspekt unsichtbar geworden sind und
schlagen dann einen Gegner, wird dieser Gegner auch nochmal geschwächt für 15%. Das ist vor allen Dingen sehr nett, wenn wir zum Beispiel vorher einen kleinen Gegner töten, unsichtbar werden und dann direkt auf einen dicken draufgehen, vielleicht sogar auf einen Champion oder so. Dann kriegt er auch nochmal 15% mehr Schaden. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, wir können hier den Komboschlag dreimal stacken. Also Komboschlag 1, 2, 3. Beim dritten Mal haben wir ungefähr 300% mehr Damage an Nahkampfschaden, was mit Handschlag des Lügners auch nochmal stackt. Kommen wir zu den Fragmenten. Ich habe auf jeden Fall einmal das Fragment des Mutes dabei. Hier ist es nämlich so, wenn wir Gegner mit Dunkelheits-Debuffs mit unseren Akku-, Solar- oder Leere-Fähigkeiten Schaden hinzufügen, bekommen sie mehr Schaden. Ich glaube, das sind so um die 5%, ich bin mir nicht ganz sicher, können auch 10 sein. Und da die Gegner um uns herum die ganze Zeit entweder verlangsamt eingefroren oder halt mit den Strang zerreißenden Partikeln versetzt sind, haben wir diesen Buff eigentlich durchgehend ab. Dann habe ich noch das Fragment des Schutzes. Einfach, wenn wir von Gegnern umzingelt sind, ich glaube, das sind ab 3 Gegnern um uns herum, bekommen wir etwas weniger Schaden ab. Und wenn wir transzendent sind, wird dieser Effekt auch nochmal erhöht. Dann das Fragment des Ruins. Hier ist es so, dass der Schaden und die Größe von Explosionen, von eingefrorenen Zielen, wenn die zersplittert werden, erhöht ist. Was ziemlich oft passiert, weil wir ja Gegner auch sehr oft dann einfrieren. Was auch nochmal ein richtig guter Umgebungsschaden ist. Und vor allen Dingen haben unsere Solarentzündungen auch nochmal einen größeren Wirkungsbereich. Das heißt, wir treffen damit noch mehr Gegner. Und die Solarentzündung haben wir ja aktiv mit dem Perk von Calibans Hand. Und jetzt kommen wir zu den zwei Fragmenten, die ich jetzt reingenommen habe, wo ich sagen kann, die kann man auch austauschen. Ich habe hier auf jeden Fall immer noch das Fragment der Tapferkeit drin. Wenn wir Todesstöße mit unserer Granate machen, bekommen unsere leere Waffen flüchtige Geschosse. Wenn wir Gegner mit unserem Nahkampf töten, bekommen unsere Strangwaffen zerreißende Geschosse. Ich habe das jetzt reingenommen, weil flüchtige Geschosse sowie auch die zerreißenden Geschosse, nämlich Anti-Barrier-Champions, auch stunnen können, was uns ja soweit noch fehlt. Und ich spiele auch eine Strang und eine leere und zwei leere Waffen, das zeige ich gleich noch. Und ja, man könnte noch das Fragment reinnehmen, wenn ich Gegner mit einem Nahkampf treffe, dass ich strahlend werde, was wir ja auch eigentlich die ganze Zeit tun. Aber hier ist halt die Sache, dass das strahlend in unserem Prisma-Fokus irgendwie nur 5 Sekunden lang ist und es wird auch nicht verlängert. Und das ist manchmal echt ein bisschen kurz gewesen. Deswegen habe ich lieber das reingenommen. Plus halt, wenn ich Gegner mit diesen beiden Waffen töte, dass sie dadurch mit einem Debuff halt auch sterben. Flüchtige Geschosse oder halt zerreißende Geschosse. Und ich dadurch auch nochmal unsichtbar werden kann. Und so gesehen auch in gewissen Situationen etwas weiter hinten stehen kann, wenn ich jetzt nicht unbedingt reinrennen kann, weil viele Explosionsgegner zum Beispiel da sind. Und ja, die flüchtigen Geschosse werden auch getriggert, wenn wir Gegner mit unserem Hangeln töten. Also wenn wir hangeln und dann diesen Nahkampfangriff machen. Das tötet die Gegner auch. Und das zählt auch als Granate und als Nahkampfkill. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Symbiose. Es kann aber auch passieren, wenn wir die Frühlichtfeldgranate spielen und da drin den Gegner töten. Dadurch, dass es die ganze Zeit tickt, dass da auch ab und zu auch ein Granatenkill mitgezählt wird und wir dadurch auch die flüchtigen Geschosse bekommen. Die zerreißenden Geschosse haben wir auf jeden Fall die ganze Zeit auf unserer Strangwaffe. Deswegen vor allen Dingen die flüchtigen Geschosse halten 15 Sekunden und die zerreißenden Geschosse halten 10 Sekunden. Ist etwas mehr als strahlend. Strahlend gibt zwar auch nochmal einen 15%igen Buff auf unsere Waffen. Aber wie gesagt, 5 Sekunden ist manchmal etwas kurz gewesen. Und noch das letzte, das Fragment des Erwachens. Hier ist es einfach so, wenn wir schnelle Todesstöße mit Licht- oder Dunkelheitsschaden machen, was wir ja auch die ganze Zeit machen, oder Super-Todesstöße halt, bekommen wir eine elementare Aufnahme, die den Schadenstyp entspricht. Also den Schadenstyp, womit wir den Kill gemacht haben. Da wir sehr oft Gegner durch die Solarexplosion töten, bekommen wir Fire Sprites, womit wir Granatenenergie bekommen. Aber vor allen Dingen bekommen wir ganz oft ionische Spuren, was uns Fähigkeitsenergie generiert. Und diese Fähigkeitsenergie ist nicht die Klassen-Items-Fähigkeitsenergie, das würde nämlich dann stehen, das ist nämlich beim Leere-Durchbruch so, das sieht man auch da. Das teilt sich nämlich dann wirklich auf alles irgendwie ein bisschen auf. Aber das sind so die Sachen, die ich jetzt hier spiele. Wie gesagt, die beiden anderen, die kann man noch wechseln. Da habt ihr auf jeden Fall die freie Wahl. So, kommen wir jetzt einmal zu den Mods und zu den Waffen. Kurz vorweg, ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr Disziplin und vor allen Dingen Belastbarkeit sehr weit oben habt. Der Rest ist eigentlich bei diesem Bild ziemlich egal. Gehen wir jetzt erstmal rüber zu den Mods. Ich fange beim Helm an. Hier habe ich nämlich einmal drin zugepackt, erhalte Bonus Superenergie durch Nahkampfkills und Dynamo. Reduziert die Abklingzeit der Super, wenn wir eine Klassenfähigkeit benutzen, wenn Ziele in der Gegend sind. Das passiert ziemlich oft, ja.
Und dann habe ich halt noch den harmonischen Ziffern drin. Da ich aktuell den Bogen drin habe, spielt sich das ganz gut mit den Lehrerwaffen, dass ich da einfach auch noch ein paar Sphären mache. Auf den Arm habe ich jetzt einmal Einschlaginduktion drin. Wir kriegen einfach unsere Granate wieder ein bisschen schneller wieder. Und dann habe ich zweimal schwerhändig drin, damit wir einfach wirklich die ganze Zeit Sphären machen, auch für unsere Teammates. Das wird gleich noch interessant, vor allen Dingen fürs Artefakt. Auf der Brust, ja, kann man das reinpacken, was halt gerade erhöhten Schaden ist, ganz klar. Und auf den Beinen habe ich einmal drin auf jeden Fall Rekuperation. Eine Sphäre der Macht aufzunehmen, sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir direkt wieder Gesundheit bekommen. Dann habe ich noch leere Waffenbogen drin. Einfach, wenn zum Beispiel jetzt ein Miniboss da ist, dass ich vor allen Dingen mit meiner Heavy-Waffe, mit dem Granatwerfer, ein bisschen mehr Schaden mache. Und dann habe ich noch Absolation drin. Reduziert die Abklingzeit aller Fähigkeiten, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen. Ich hatte jetzt zuerst drin Sphäre der Wiederherstellung. Denn wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommt die Fähigkeit mit der wenigsten Energie zurück. Da wir aber durchgehend immer wieder gerade unseren Nahkampf gemacht haben, der dadurch weg ist, oder unseren Dodge gemacht haben und der dadurch weg ist, kommt vermutlich ganz oft einfach darauf dann diese Fähigkeitsenergie, was wir nicht brauchen, weil wir sowieso die ganze Zeit abhaben. Deswegen habe ich darauf gewechselt. Funktioniert auch ziemlich gut. Und auf den Umhang, das hat man vorhin schon gesehen, habe ich auf jeden Fall einmal Bomber drin. Unsere Granatenabklingzeit geht etwas runter. Dann noch Schnitter. Nach dem Einsatz unserer Klassenfähigkeit macht der nächste Todesstoß eine Sphäre der Macht. Ist auf jeden Fall ganz nett. Und mächtige Anziehung. Wenn wir dodgen, sammeln wir alle Sphären in der Nähe auf und wir bekommen sie. Und wenn wir jetzt rüber zu den Waffen gehen, habe ich hier einmal den Schwertbrecher drin. Das ist erstmal eine Strangwaffe. Schon ein bisschen wichtig. Es gibt auch noch eine andere Strangwaffe, die man schmieden kann. Eine Schrotflinte. Man kann aber auch, soweit ich weiß, noch andere Strangwaffen nehmen, die auch einen Perk drin haben, dass man erhöhten Nahkampfschaden macht. Aber der Schwertbrecher funktioniert auf jeden Fall am besten. Vor allen Dingen mit Doppelpunch. Dieser Perk ist einfach richtig wichtig. Ich schieße einen Schuss, der nächste Nahkampfangriff macht erhöhten Schaden. Früher war es so, das hat eine Zeit lang gehalten. Jetzt ist es halt leider so, dass nach einmal Treffen ist dieser Perk weg. Dann habe ich die Gravitoren-Lanze dabei, die einfach mega geil ist für den Adclear. Zusammen, wenn wir dann auch noch flüchtige Geschosse haben und auch eine leere Waffenwoge aktiv haben, können wir halt dann auch, wenn wir gerade nicht reinrennen können, von der Ferne richtig gut Damage machen und die Ads wegclearen. Und dann habe ich halt noch den Randtransit drin, einfach auch für dicke Gegner. Man kann aber auch zum Beispiel noch ein MG oder so mitnehmen. Aber man sollte schon gucken, dass es auf jeden Fall auch eine leere Waffe ist oder vielleicht eine Strangwaffe, um halt von den Geschossen, die wir haben, zu profitieren. Ja, dann kommen wir jetzt auch noch direkt zum Artefakt. Die ersten sind jetzt nicht so wirklich wichtig. Der Fadenschuss ist halt noch interessant, wenn wir halt mit unserer Strangwaffe ein Gewürz schießen, macht das eine höhere Explosion auf jeden Fall und mehr Schaden. Ist auf jeden Fall ganz nett. Dann noch die Konterenergie, wenn wir nämlich einen Champion betäuben, was wir sehr oft machen können auf jeden Fall, bekommen wir eine Fähigkeit zurück, die am wenigsten aufgeladen ist. Wenn wir Glück haben, ist es unsere Granate. Dann auf jeden Fall noch der Perk, dass wenn wir einen Akkus oder Prisma-Fokus ausgerüstet haben, bekommen wir weniger Schaden, wenn wir verstärkt sind. Und wir werden oft verstärkt, denn es ist auch bei Prisma so, wenn wir hier zum Beispiel reinschauen, wenn wir Gegner schnell besiegen mit Akkusschaden, was wir oft tun, sehr oft, werden wir auf jeden Fall verstärkt. Dafür müssen wir nicht einmal dieses Fragment ausgerüstet haben. Und dadurch bekommen wir auf jeden Fall weniger Schaden. Plus noch, wir haben zum Beispiel Schildbruch drin. Das untere ist sehr interessant, wenn wir verstärkt sind oder halt strahlend, lädt sich unsere Granate schneller auf und wir verursachen mehr Schaden. Und dann habe ich noch Übertragung. Wenn wir transzendent sind, machen Granaten und Nahkampf mehr Schaden. Das ist auch ziemlich geil. Allgemein, wenn wir transzendent sind, machen wir 5% mehr Schaden. Plus das ist ziemlich geil. Und wenn wir dann Gegner noch mit unseren Waffen töten, während wir transzendent sind, bekommen wir danach wieder Fähigkeitsenergie gut geschrieben. Das wäre auf jeden Fall so mein Bild, was ich spielen würde, beziehungsweise was ich gerade aktuell spiele. Es macht richtig viel Spaß, weil man einfach wirklich alles weghaut. Sterben ist auch teilweise schwierig, weil man allgemein durch Komboschlag ein bisschen Leben auch wieder dazu bekommt, wenn man dann einen Gegner tötet. Plus noch, dass wir durch unsere Beinmod auch nochmal Leben dazu bekommen. Es ist echt schwer zu sterben. Dann sind wir auch noch verstärkt, kriegen weniger Schaden. Wenn wir transzendent sind, bekommen wir weniger Schaden, machen aber mehr. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, wir sind nicht mehr weit weg von den 5K. Das ist einfach mega. Die Tage werden auf jeden Fall auch noch mehr Builds folgen. Auf dem Titan und auf dem Warlock bin ich auch schon dabei, die restlichen Sachen zusammenzusammeln. Und das allererste Text-Video mit The Final Shape kommt jetzt auch hoffentlich morgen. Ja, dann würde ich sagen, guten Loot. Vielleicht sehen wir uns noch im Stream. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.